Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Aldo wünscht sich heute eine kräftige Gemüsesuppe. Ja, kräftig? Was meint ihr damit? Kräftig viel? Nein, eine würzige. Ja, und dazu braten wir Rindswürstchen. Genauso schmackhaft sind Cabanossi, die sind ja auch stark gewürzt, oder Mettwürstchen. Nun habe ich da einen Beutel Tiefkühl- und Suppengemüse reingekippt, 750 Gramm. So, und jetzt mache ich so viel Wasser rein, dass alles bedeckt ist. Ich habe mich vielleicht auch gerade falsch ausgedrückt, mit die Wurst ist stark gewürzt. Das weiß ich gar nicht. Auf alle Fälle meint er damit, dass sie so ein köstliches Aroma hat. Ja, das hat sie ja auch, ne? Ich habe jetzt noch ein paar Kartoffeln dazugegeben, gewürfelt. Ja, das waren so 5 kleine, mehr nicht. Wir sind ja auch nur zu zweit. Ach, und Aldo hat mir gerade noch erklärt, was er mit würziger Suppe meint. Er meint deftig. Ja, da hat er wohl recht, dass diese Würstchen deftig schmecken oder die Suppe deftiger schmecken lassen. Also mir schmeckt Gemüsesuppe definitiv auch ohne Würstchen, aber Aldo wollte einfach Würstchen haben und das ist ja auch okay und die schmeckt ja auch klasse. Und übrigens, ihr müsst nicht denken, dass Tiefkühlgemüse weniger gesund ist als frisches. Nein, oftmals ist es sogar gesünder, denn Tiefkühlgemüse wird nach der Ernte sofort schockgefroren und dadurch werden die Vitamine konserviert. Beim frischen Gemüse wisst ihr gar nicht, wie frisch das ist. Und auch wenn ihr es frisch aus dem Garten holt, gut, dann ist es, das ist natürlich perfekt, wenn ihr es sofort verarbeitet. Aber wenn ihr es zum Beispiel im Supermarkt kauft, da hat es ja auch erstmal schon einen Weg hinter sich. Da wisst ihr gar nicht, wie frisch das ist. Und Fakt ist, dass Gemüse auch bei der Lagerung im Kühlschrank und auch durch Wärme und Licht nach und nach mehr Nährstoffe verliert. Also haben wir eigentlich hier eine gesunde Gemüsesuppe. Und ich will ja auch darauf achten, dass Aldo sich auch in der Zeit, in der er bei mir ist, gesund ernährt. Schließlich habe ich ja für die 2 Wochen, die er bei mir ist, die Verantwortung. Und ich finde es richtig schlimm, wenn Kinder irgendwo zu Besuch sind und dann nicht darauf geachtet wird, dass sie sich gesund ernähren, sondern stattdessen vollgestopft werden mit, was weiß ich, irgendwelchen Junkfood und Süßigkeiten. So, das mache ich ja nicht. Ich achte ja auch sowieso auf meine Ernährung. So, ich lasse das jetzt hier 15 Minuten kochen. Ich habe gewürzt schon mal mit Salz, Pfeffer und Muskat. Und falls es dann noch nicht kräftig genug ist, dann kommt noch etwas Gemüsebrühe hinein. Das kann man ja abschmecken. Und nachwürzen kann man ja sowieso. So, Aldo hat mir gerade schon erklärt, welche Suppe er als nächstes haben möchte. Papas Spezialnudelsuppe. Ja, aber er weiß nicht, wie die gekocht wird. Dann werde ich demnächst wohl mal seinen Papa anrufen, ne? Ach so, und noch was. Eine Freundin von mir, die hat dieses Rezept auch von mir bekommen. Und sie hat die Suppe abgewandelt und nimmt statt der Würstchen Hackfleisch. Und sie sagt, das schmeckt genial. Das habe ich noch nicht probiert, aber vielleicht möchte es ja jemand von euch probieren. So, und wir haben die Suppe jetzt probiert. Sie war uns zu lasch. Wir haben also mit Gemüsebrühe nachgewürzt. So, jetzt schmeckt sie kräftig würzig. Jetzt essen wir und dann schauen wir mal, was wir machen. So, falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und teilt das Video gerne, damit andere auch diese einfache, schnelle Gemüsesuppe machen können. So, viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!